Ich freue mich jetzt. Können Sie noch? Danke. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde und diese werden wir jetzt Weiland nutzen, zum Beispiel mit Professor Dr. Gesche Joost, um zu diskutieren, digitale Bildung aber wie, Diskussion über die notwendige digitale Fingerfertigkeit und wo sie herkommt. Wer ist sie? Sie ist Professorin für Design und Designforschung an der UdK hier in Berlin. Sie leitet das Design Research Lab, entwickelt mit internationalen Partnern eine Menge, unter anderem Forschungs- und Lehrprojekte zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion, zu Gender-Fragen etc. Sie wurde 2006 als eine der führenden 100 Köpfe von morgen im Rahmen der Bundesregierungsinitiative ausgezeichnet, Deutschland Land der Ideen. Und sie ist auch noch seit 2 Jahren Botschafterin für Digitales der Bundesregierung für die EU. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Suchen Sie sich einen der mittleren Plätze aus, ich sitze hier. Vielen Dank. Was Sie auch machen, das kommt aus der gehörlosen Sprache, wenn Sie das schafft, Zeit zu gewinnen. Sie können so machen, als Anerkennung für alle diejenigen, die jetzt noch kommen. Jetzt kommt zum Beispiel Lorenzo Turral Osorio. Er ist Keynote-Speaker normalerweise für disruptive Innovationen. Er ist schon oder erst 15 Jahre alt. Er ist natürlich ein Digital Aborigine, aber er lebt und arbeitet in einer netzfreien Schule. Wie das geht, wird er uns gleich erklären. Er hat co-moderiert die Xing-Gruppe Fit for 2020. Er liebt die Serie Narcos und Netflix, glaube ich, wie viele von Ihnen hier im Raum. Er schreibt Ergebnisse von Ping-Pong-Thinking-Sessions in seinem Blog und so weiter und so fort. Und sein Credo ist, es braucht einen neuen Blickwinkel. Nicht von der Gegenwart in die Zukunft schauen, sondern von der Zukunft sich die Gegenwart angucken. Tun wir jetzt gemeinsam. Finde toll, dass du da bist. Ich darf ihn duzen. Lorenzo. Herzlich willkommen, Mechthild Appelhoff, Abteilungsleiterin Förderung der Landesmedienanstalt in NRW. Sie ist aber außerdem auch noch Vorsitzende des Vorstands des Vereins Internet ABC. Sie hat die Projektleitung ClickSafe bei der LFM NRW und sie hat verschiedene Steuerungsbeiräte, Hüte auf etc. pp. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Mechthild Appelhoff. Und dann freue ich mich noch, Thomas Langkabel hier oben begrüßen zu dürfen. Er ist der NTO, National Tech Officer at Microsoft Deutschland. Wir werden bestimmt gleich einiges über den Digitalpakt hören, der just geschlossen worden ist. Er hat ein starkes Faible für Aus- und Weiterbildung. Wie stark das ist, werden wir gleich erfahren und so weiter. Herzlich willkommen auf dem Podium. So, jetzt, wir haben noch ein Mikrofon. Vielen herzlichen Dank. Wir teilen uns die Mikrofone zu viert. Ich habe eine Menge Fragen hier auf dem Zettel stehen, aber die lasse ich jetzt mal im Sinne der eigenen Überforderungsbewältigung. Wir haben so viel heute Morgen gehört in den letzten 1,5 Stunden. Und ich möchte mit dir anfangen, Lorenzo, und einmal ganz kurz die Reihe durchgehen. Wo fändest du es jetzt am spannendsten anzufangen zu diskutieren, wenn wir über digitale Bildung, wie sie gelingen kann, reden wollen? Ja? Fängt das bei Coding an? Fängt das bei Smartphones in die Schulen? Oder fängst du ganz woanders an zu diskutieren? Dein kurzer Aufschlag, ein paar Sätze dazu und dann gehen wir weiter. Ich würde bei den Eltern oder beim Kindergarten anfangen. Das sind jetzt, ja, was heißt denn das? Nee, du musst schon jetzt erklären. Also, was meinst du damit? Da diese digitale Bildung eigentlich bei den Eltern anfängt, schon vor dem Kindergarten und vor der Schule, deswegen finde ich das wichtig. Besonders im Hinblick auf die weiterführenden Schulen. Wie willst du Eltern erreichen? Ja, bei Kursen zum Beispiel. Also das kann man jetzt so nicht sagen, aber auch bei Online-Kursen, Webinaren zum Beispiel, sowas. Okay, wir hören davon gleich eine Menge mehr. Ich fand die beiden Vorträge ganz großartig, die beiden letzten. Gleichwohl habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu warten. Also ich habe keinen Bock nochmal zu sehen, wir haben so viele Lücken und wir müssen erst an breiter Front und was wir alles machen müssen. Und in den europäischen Nachbarländern machen sie es einfach. Und ich bin inzwischen so genervt davon, dass in UK führen die einfach mal Coding, einfach komplettes Curriculum ein, verteilen an alle Schüler der 7. Klasse einen Minicomputer. In Polen gibt es eine Rieseninitiative Masters of Code, da lernen einfach alle Schüler programmieren. Und wir sind, die Deutschen sind einfach so super da drin, nochmal zu analysieren, was wir nochmal alles machen sollten und an allen Stellschrauben. Ich verstehe das und wir müssen es auch auf lange Frist so machen, aber wir müssen jetzt auch echt mal pragmatischer werden, sonst wird das hier nichts. Nicht nur, weil das...
viel Zustimmung im Raum, nicht nur, weil das BMWi in Vertretung hier mehrfach sitzt. Sehen Sie das so, dass Sie sagen, ja, soll doch jede Schule damit selbst anfangen, in Eigenverantwortung? Oder sehen Sie trotzdem, nee, politische Leitplanken von oben verordnet und dann durchtröpfeln? Von beiden Seiten. Wo es im Moment aktiver und schneller geht, ist Bottom-up. Das sind die Schülerinitiativen, teilweise Eltern- und Lehrerinitiativen, viele NGOs, die ganz, ganz tolle Sachen machen, während der Code Week zum Beispiel, ganz tolle Sachen. Auf politischer Ebene geht es jetzt endlich los, das ist schon prima. Insofern müssen wir sowohl von unten als auch von oben. Weil wenn wir von oben warten, bis wir alle Lehrer ordentlich ausgebildet haben, das erlebe ich gar nicht mehr, glaube ich, bis das irgendwie in die Schulen durch ist. Also insofern müssen wir da wirklich von oben und von unten gleichzeitig losstarten. Mhm. Erster Aufschlag von Ihnen, Frau Hille. Gerne, ich bestätige das. Freiräume schaffen, damit sich Initiativen von unten bilden können, keine Hemmnisse haben, gerade und schnelle Wege in die Praxis finden. Aber das ist eindeutig kein Ersatz für ein systematisches und zielgerichtetes Mitnehmen aller Akteure, Eltern, Lehrer, die kommunalen Strukturen auf Bundesebene. Herr Breiter hat das, glaube ich, sehr eindeutig gemacht, deutlich gemacht. Wenn es da nicht ein Zusammenspiel aller Strukturen gibt, wird es nachhaltig und auf Dauer nicht funktionieren. Denn die Initiativen von unten sind in der Regel Initiativen, die von Menschen getragen werden. Und das sind dann Initiativen, die so lange da sind, wie die engagierten Menschen da sind und dann wegbrechen, wenn die weggehen. Und das ist kein Ersatz. Können Sie noch einen Satz sagen, zum ersten Teil Ihres Satzes zu sagen, Freiräume schaffen? Was meinen Sie mit Freiräume schaffen? Freiräume, digitale Bildung. Ja, gerne. Das können an Schulen Arbeitsgemeinschaften sein, wo Schüler die Möglichkeit finden, ihre Ideen zu entwickeln. Das können Strukturen sein, wo sich engagierte Lehrer in Arbeitsgruppen mit Schülern zusammentun und auf Schulentwicklung im eigenen Haus gucken und Ideen entwickeln. Das sind Freiräume für mich, die aber die Impulse geben können und Motivation schaffen können, andere Menschen mitnehmen können, öffnen können, Interesse schaffen können. Aber nochmal, die sind wichtig, aber ersetzen nicht das andere Verfahren. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Thomas Lankabel. Ja, ich teile natürlich die Ungeduld und möchte mich fast vollumfänglich an Gesche Joos anschließen. Natürlich hängt alles mit allem zusammen, wie wir das ja auch eben gehört haben, aber das ist kein Grund, dass alles andere bremsen kann. Also wir müssen wirklich jetzt anfangen, jetzt mal diese gordischen Knoten dann einfach zu durchschlagen. Auch diese Freiräume, die gerade angesprochen wurden, ich glaube, wir haben so die typisch deutsche Mentalität, first time right. Ja, also wir müssen erstmal alles richtig überdacht haben, ausgedacht haben, man darf nicht scheitern mitten im Vorhaben. Und wenn man sich weltweit anguckt, wie in anderen Ländern mit solchen Themen umgegangen wird, digitale Bildung, dann wird halt auch mal ausprobiert. Und dann probiert man mal was, dann lernt man mal was und wenn man dann scheitert und wenn es dann nicht gut war, dann war es halt nicht gut, dann macht man halt einen anderen Ansatz. Aber darauf zu warten, dass wir jetzt uns, sage ich mal, akademisch jetzt erstmal die ultimative Lösung ausgedacht haben und sie dann zur Entfaltung bringen, das wird uns nicht voranbringen. Und deswegen glaube ich, ist es genau der richtige Ansatz zu sein, wir brauchen mehr Freiräume, Dinge auszuprobieren. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wir müssen schon gucken, dass wir eben auch von oben kommend sagen, wir wollen ja keinen Flickenteppich generieren, wir wollen, dass Dinge auch funktionieren. Wir kennen das ja schon aus der klassischen Bildung, welche Schwierigkeiten Kinder heute haben, wenn sie von einem Bundesland ins andere umziehen im Bildungssystem. Das müssen wir jetzt unbedingt bei der digitalen Qualifikation nicht wiederholen. Also auch da kann man lernen und da braucht es dann aber auch Standards, mit denen man agieren kann im Bildungssystem. Vielleicht können wir kurz einen Reality-Check mit dir machen, bevor wir dann gleich mal auf diesen Minicomputer zu sprechen kommen könnten, der in der dritten Klasse jetzt eingesetzt werden soll, ab übermorgen, wie ich gehört habe, unter anderem im Saarland. Lorenzo, kurzer Reality-Check. Ich habe vorhin behauptet, netzfreie Schule. Also du gehst morgens um 7.15 Uhr in WhatsApp, checkst deine Nachrichten und sobald du in die Schule gehst, ist Digitalität, Smartphone etc. tabu. Wie sieht dein Alltag aus und sind deine Mitschüler und Mitschülerinnen genauso drauf wie du? Also ich sehe dieses Smartphone-Verbot eher als Heuchelei. Es ist zwar verboten im Unterricht, also man darf es mitnehmen, man sollte es aber auf stumm oder aus haben oder sowas, aber es interessiert letztendlich keinen. Also was heißt das? Gibt es einen Parallelunterricht oder was heißt das? Nee, ich sitze also eben im Unterricht ganz normal, kommt drauf an, wie interessant jetzt der Unterricht ist. Aha. Das kommt dann auch wieder auf den Lehrer an und eben das Fach. Und falls es mich nicht interessiert, da kann man halt unter der Bank, ist man dann halt am Smartphone oder sowas. Auch bei meinen Mitschülern ist das so, außer bei den ganz Braven vielleicht. Habt ihr dann, jetzt mal wirklich ganz konkret gesprochen oder gefragt, redest du dann gewissermaßen mit deinen Mitschülern über das, was im Schulraum passiert oder seid ihr parallel auf Facebook und es geht, keine Ahnung, um den Absturz von gestern Abend oder irgendwie das, was du übermorgen planst als neue Initiative? Teils, teils. Mhm.
Es kommt wieder eben auf das Schulfach an. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendein langweiliges Fach ist, zum Beispiel bei mir ist es Biologie, dann ist es natürlich, dann ist man auf WhatsApp oder auf Facebook oder unterhält sich mit seinen Freunden über was komplett anderes. Aber bei interessanten Fächern, zum Beispiel bei Fremdsprachen, bei mir, dann reden wir über die Sachen, die in den Ländern zum Beispiel passieren. Aber auch nicht bei allen, weil sowas wie Politik oder sowas, da wird ja eigentlich gar kein Wert drauf gelegt, also im bayerischen Schulsystem zumindest. Wenn ihr jetzt wünscht dir, was Tag wäre, in deiner Klasse, wie welche Klasse gehst du? Zehnte. Zehnte Klasse, also da wird noch nicht gerechnet, die Noten, ne? Nee, das ist eins davor, auch in Bayern. Ja, das zählt noch nicht fürs Abitur. Was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, erlaubtes Smartphone für alle? Oder was würdest du dir wünschen, wie Digitalität im Unterricht genutzt werden soll, so dass es zielführend ist, nicht für den Chat, sondern für das, was da gelernt werden soll? Also ich finde ja dieses Konzept Bring Your Own Device ziemlich cool, also besonders bei naturwissenschaftlichen Fächern, wo man Sensoren zum Beispiel braucht, ist das ziemlich gut einzurichten, weil jeder Schüler hat eigentlich ein Smartphone. Also aus meiner Klasse gibt es niemanden, der kein Smartphone hat, auch wenn man aus anderen Gesellschaftsschichten kommt. Und dann kann sich auch jeder für Android oder iOS die App runterladen und dann wird eben experimentiert. Und dann ist es auch jeder, dann ist auch jeder auf sich bezogen und es ist nicht so ein Wissens, das ist eben, dass der Lehrer immer alles bestimmt. Kurz mal zum, wir haben das ja vorhin in der Studie gehört, nochmal ganz kurz Frage an dich, Coding etc., Programmieren. Findest du, das sollte für alle, so wie Sie das vorhin auch gesagt haben, Großbritannien ist es längst Gegenstand des Lehrplans, findest du, das sollte für alle selbstverständlich Teil des Lehrplans sein? Also ich fände es besser, wenn es da sozusagen einen Extrakurs gäbe. Also falls da irgendjemand Interesse dran hätte, dann könnte er bei einem interessierten Lehrer hingehen. Mhm. Aber ich finde mehr, dass Computational Thinking eher ein Grundbestandteil sein sollte und nicht das Programmieren selber. Gut, kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Ich glaube, die meisten im Raum wissen es, was du unter Computational Thinking verstehst und warum das gut ist für Kreativität und so. Einfach, dass man weiß, wie der Computer funktioniert, aber nicht eben in diesen einzelnen Nullen, sondern mehr das ist jetzt schwierig zu erklären, also mein Verständnis dafür. Vielleicht springen Sie ein, einer von Ihnen, Computational Thinking als Kernkompetenz. Wir haben hier noch einen, ja. Also ist genau der richtige Punkt, man muss nicht also spezialisiert PHP oder eine andere Programmiersprache können, sondern man muss die Logik ungefähr verstehen, wie funktioniert das, wie kann man analytisch so eine Abfolge eigentlich zerlegen, wie kann man ungefähr begreifen, was ist eigentlich ein Algorithmus, dass man das so ungefähr verstehen kann und dann ist man schon sehr viel weiter, ohne jetzt wirklich tief einsteigen zu müssen in eine Programmiersprache. Was hilft uns, Calliope, war das der richtige Name? Genau. Calliope, oh Gott, Calliope, mein Altgriechisch ist ganz schlecht. Calliope, was hilft uns Calliope dabei? Also das ist kein Weihnachtsstern, sondern das ist der neue Minicomputer, den wir zusammen in der gemeinnützigen Initiative mit Unterstützung eben dieses Hauses entwickelt haben und mit dem Konesen Verlag sofort eigentlich eingestiegen sind und gesagt haben, das muss doch eben ein Instrument im Unterricht werden. Und das soll eben verteilt werden jetzt. Es geht im Saarland gerade los und in Bremen an die Drittklässler und Drittklässlerinnen. Und da geht es genau darum, erste Schritte eigentlich zu begreifen, wie funktioniert ein Computer. Weil das ist eigentlich das Innenleben eines Computers. So klein kann das Ganze sein. Und da gibt es eben so ein kleines Display, wie man hier sieht, das, was da so rot blinkt. Das heißt, da kann man Schrift drauf anzeigen, da kann man Icons drauf anzeigen. Das Ding hat einen Lagesensor, das heißt, das kann man wie so eine Wasserwaage funktionieren lassen, hat einen Kompass drin, man kann verschiedene Sensoren anschließen, also einen Feuchtigkeitssensor, um zu gucken, ist meine Zimmerpflanze zu Hause am Vertrocknen oder wie ist die Luft im Raum. Man kann Motor steuern, also man kann Roboter damit programmieren und so weiter. Also im Prinzip, wenn ich in Fächern denke, habe ich damit Physik, Mathematik, gegebenenfalls Soziologie oder so, eine Menge abgerundet. Und ich muss es noch versprachlichen, also Deutsch wird auch noch mittrainiert. Also viele Kernkompetenzen, die fächerübergreifend interessant sind. Ich komme zu dem zurück, was auch heute mehrfach schon anklingt, die Frage der Finanzen. Ja, wie haben Sie gesagt, wer bestellt, bezahlt, hieß es eben in dem Vortrag. Was kostet Calliope?
Wir haben also so die Dispositionskosten, also das ganze Ding kostet ungefähr 20 Euro. Wir wissen, dass die Schulen das nicht einfach so bestellen können, deswegen sind wir gerade ordentlich am Fundraisen und haben viele große Unternehmen als Sponsoren gefunden, die sagen, wir finanzieren das für die Schulen. Also wir als gemeinnützige Initiative sammeln Gelder ein und geben das umsonst an die Schülerinnen und Schüler, weil wir eben nicht mehr warten wollten. Aber gleichzeitig wollen wir eben mit dem Cornelsen Verlag genau das einfach auf den Weg bringen, dass es als normales Lehrmittel im Prinzip bezogen werden kann, mit den Unterrichtsmaterialien dazu, dass man eben weiß, was für Arbeitsblätter brauche ich dazu, weil es geht nicht nur um die Hardware, sondern das ist eigentlich wie ein Zirkel des 21. Jahrhunderts. Ich kann damit eben verschiedene Aufgaben lösen. Ich kann damit zum Beispiel eben, nehmen wir dieses Zimmerpflanzenbeispiel, ich kann damit meine Umwelt erkunden und sagen, wie kann ich denn Feuchtigkeit messen und ab welchem Schwellenwert vertrocknet meine Zimmerpflanze und ab wann ist es noch in Ordnung und wie kann ich das hier drauf programmieren. Und dann gibt es ganz einfach einen Open Source Editor, also ich muss einfach nur einen Browser haben, also ich kann es auch auf dem Handy machen, um das Ding so programmieren. Das ist wie visuelles Lego. Ich habe so kleine Bausteine, die ich ineinander ziehe, und dann ist das Ding schon programmiert. Das ist echt. Wenn ich das richtig, ich habe die Zahl, ich muss jetzt durch meine vielen Blätter gucken, wenn ich die Zahl richtig erinnere, ich glaube 2020 brauchen wir, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, Sie wissen es besser, 3,5 Millionen Programmierer und IT-Fachkräfte mehr, die wir nicht haben in Deutschland, um überhaupt das ganze Feld zu bestellen. Habe ich was Falsches gesagt? In Europa. In Europa, Entschuldigung, in Europa. Das bringt mich zur nächsten Frage, weil Sie gerade Unternehmen gesagt haben, packt auch mit Unternehmen. Und das würde ich gerne an Sie beide richten und dann mit der Bitte, dass Sie sich auch gleich mal anfangen einzumischen. Wenn Unternehmen jetzt stärker in Schulen drängen, haben wir ein ganz anderes Thema, das auch noch interessant wird, weil die neue Währung sind Daten. Und die Frage der Datensicherheit, wenn es den Zugang zu Schülerdaten und Elterndaten, Familiendaten gibt, ist ja hochinteressant für Unternehmen. Welche Grenze oder Schwelle zur Frage der Datensicherheit betreten wir da? Vielleicht können Sie beide aus Ihrer Perspektive da mal ein bisschen Licht drauf. Und wie können wir damit umgehen mit diesem Thema? Also Daten sind ja erstmal per se erstmal nichts Schlechtes. Das ist leider in der Diskussion manchmal so ein bisschen mittlerweile schon fast in Deutschland negativ konnotiert. Wenn man über Daten redet, dann zuckt man schon mal erstmal so ein bisschen. Das ist genauso bei der Diskussion, wenn ich über Big Data rede, dann zuckt man auch schon und denkt dann gleich an Big Brother und Ähnliches. Das ist so ein bisschen negativ, das müssen wir gleich auch mal aufbrechen, da muss mal ein bisschen dran gearbeitet werden. Entscheidend ist, was man mit den Daten macht und wie transparent man mit den Daten tatsächlich umgeht. Und ich glaube, gerade im entsprechend schulischen Bereich ist es ganz, ganz wichtig. Digitalisierung heißt nicht nur der Umgang mit Technik, sondern Digitalisierung heißt auch Vertrauen in diese Technologie mitzugeben. Und das heißt auch sehr früh, diesen verantwortungsbewussten Umgang mit den Daten bei den Schülern natürlich zu initiieren, aber natürlich auch die Unternehmen, die solche Plattformen anbieten, auf die kommt eine ganz besondere Verantwortung zu, mit diesem Vertrauen tatsächlich gerecht zu werden. Also ich denke, da ist es sehr, sehr viel in Richtung Kompetenz oder Transparenz gefragt. Das heißt, was wird mit diesen Daten gemacht? Da ist sicherlich auch Aufsicht gefragt. Ja, auch der Regulierer muss hier sicherlich was sagen, was geht und was geht nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, wir haben das eben an den Beispielen im schulischen Bereich, jetzt bei dem Insulin-Beispiel auch ja schön gelernt. Die Daten, je granularer sie da sind, desto mehr ergeben sie uns Möglichkeiten auch zu interagieren und zu handeln und zu reagieren, uns in der neuen Welt tatsächlich zurechtzuführen. Die Daten sind nicht das Problem. Bei Algorithmen müssen wir uns Gedanken machen. Auch da kommt sicherlich die Frage des ethischen Umgangs tatsächlich mit Algorithmen irgendwann zum Tragen. Aber für mich steht und fällt das ganze Thema Datenschutz, wenn ich in den schulischen Bereich gehe, sehr, sehr damit zu sagen, was ist vorgesehen, was ist erlaubt und wie können wir die nötige Transparenz herstellen, dass genau und nur das stattfindet und die Daten nicht zu anderem missbraucht werden, als das, was das Lernziel tatsächlich ist. Wollen Sie das noch ergänzen? Vielleicht noch ganz kurz. Ich würde gerne beides unterstreichen, Kompetenz und Transparenz. Kompetenz bei allen Akteuren. Kompetenz natürlich bei Lehrern, die mit diesen Daten der Schüler verantwortungsbewusst umgehen müssen, bei den Eltern, die Daten der Schüler freigeben müssen. Aber natürlich auch bei den Unternehmen, denn die Unternehmen selber können ja auch durch die Art ihrer Angebote eine Menge tun, um Vertrauen zu gewinnen. Das heißt auch, dass sie nicht nur reagieren sollten auf Vorgaben von Aufsicht, wenn es um Datensicherheit geht, sondern von sich aus schon Angebote machen, die diese Datensicherheit mit in den Blick nehmen. Dazu gibt es, glaube ich, keine Alternative, denn sonst werden sie die Akteure, von denen wir gesprochen haben, Lehrer und die entsprechenden leitenden Schulstrukturen nicht mitnehmen. Denn dass so viele Lehrer im Moment im hohen Maße skeptisch sind, es hat natürlich auch mit Misstrauen zu tun. Das hat damit zu tun, dass sie erstens lernen wollen und sehen wollen, was ist denn dann der Vorteil des Einsatzes digitaler Medien? Und zum Zweiten, wenn damit bestimmte Risiken
die meine Verantwortung ansprechen, nämlich verantwortungsvoll mit den Daten von Schülern umzugehen, verbunden sind, dann will ich wissen, dass das auch abgesichert ist. Und das sind dann Konzepte Privacy by Design und viele andere, wo im Prinzip es nicht nur so ist, dass die Aufsicht gefragt ist, aber die auch, die Ministerien sind gefragt, denn sie müssen natürlich auf der anderen Seite genau das, wenn die Unternehmen es nicht freiwillig tun oder von sich aus tun, sicherstellen, dass Daten sicher sind, denn dazu gibt es keine Alternative. Sie wollten noch mal kurz? Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema gerade Datensicherheit in dem Kontext. Natürlich ist es so, dass heute mit zunehmender Komplexität der Technologie, mit den immer schnelleren Innovationszyklen natürlich auch die Bedrohung im Sinne von Cyberangriffen, von Hacken natürlich stärker wird. Und wir haben das eben gesehen, die Masse der Schulen, wenn sie denn eine entsprechende IT-Systemadministration hat, dann machen das Lehrer quasi in Nebenfunktionen mal mit, mal hobbymäßig tatsächlich. Und das wird natürlich immer schwieriger, je komplexer die Digitalisierung wird. Und auch da, jetzt komme ich natürlich aus einem Technologieunternehmen, gibt es mittlerweile, und auch das Thema, Lorenzo hat es ja eben angesprochen, eigentlich wäre Bring Your Own Device eine wunderbare Sache. Viele haben Angst zu sagen, wie kriege ich denn jetzt nicht nur meine eigene IT gemanagt, jetzt kommen die auch noch mit ihren eigenen, ich weiß ja gar nicht, was da drauf ist, ich weiß gar nicht, ob die richtigen Betriebssysteme drauf haben und die Patches alle drin haben, die man brauchen kann oder ähnliches. Das sind aber alles keine unlösbaren Probleme. Und ich bringe jetzt mal das Stichwort Cloud auch nochmal in den Fokus. Wenn wir tatsächlich, es ist heute kein Bedarf mehr da, die lokale Infrastruktur in den Schulen selber aufzubauen, sich selber Server in den Keller oder ins Lehrerzimmer zu stellen und die Systeme aufwendig zu administrieren. Das kann viel, viel professioneller mittlerweile aus Cloud-Strukturen heraus erledigt werden, einschließlich des professionellen auch Sicherheitsmanagements von Bring Your Own Device, von den Geräten, die die Schüler selber haben. Lorenzo, an der Stelle eine Frage. Erzeugst du bei den Lehrern Vertrauen und Lehrerinnen, dass die auf dich zukommen und sagen, ey, zeig mal, du Checker? Und erzähl mal, was du da so machst und so werden die auf dich aufmerksam oder passiert genau das Gegenteil, dass alle in Deckung gehen, weil die das Gefühl haben, dass du sie so dreimal überholt hast, dass da gar keine Kommunikation, auch gar kein weiter reinwachsen in das, was du kannst, im Sinne, dessen entstehen kann, dass die was von dir lernen, sondern ist es eher umgekehrt? Sie probieren das eher auszublenden, das liegt aber auch daran, dass sie wahrscheinlich Lehrer geworden sind, weil es ein sicheres Einkommen ist. Vorsicht, wir haben, ich glaube, 1,3% Lehrer im Raum. Also die können sich gleich wehren, ja? Ist auch nicht mehr so. Sie fühlen sich wahrscheinlich dadurch bedroht, weil sie eben auch nur ein Halbwissen haben und nicht so die ganze Wahrheit kennen. Natürlich geht es dann noch viel weiter und man kann nicht immer alles wissen, aber man kann sich schon informieren. Aber wenn sie dann nur wissen, es ist gefährlich, wenn ein Herr von der Polizei zu uns in den Unterricht kommt, uns über Drogen aufklärt und dann ist es ein Informationsabend von dem gleichen Herr der Polizei und der klärt dann die Eltern über soziale Netzwerke auf, dass stellt kein Vertrauen her. Okay, andersrum und gefragt. Wie würdest du erwarten, dass da mehr Digitalkompetenz, sage ich jetzt mal, in eure Schule kommt? Würdest du erwarten, wir haben vorhin gehört, HRK, Hochschulrektor oder KMK, Kultusministerkonferenz, da, lange Entwicklung und so weiter, sollen die sich darauf einigen, dass das mehr Wert bekommt? Oder wie könnte es sein, dass das bei euch Fahrt aufnimmt? Das ist so wie eine Android-App auf ein iOS-Gerät zu installieren. Das ist einfach, kannst du das für mich erklären? Man nimmt die Digitalisierung und probiert sie auf ein Bildungssystem zu übertragen, das vor 200 Jahren aktuell war. Und das ist das Problem, weil es klappt einfach nicht. Und deswegen braucht man ein neues Bildungssystem, das eben sich gewappnet hat, auf so Sachen wie Digitalisierung oder zum Beispiel jetzt auch Programmieren oder weiteren Schulfächern. Also ich finde zum Beispiel kohärentes Lernen, das soll ja jetzt in Finnland ab 2020 eingeführt werden, wo es zum Beispiel dann einfach so Kurse gibt, also zum Beispiel arbeiten in einem Café und dann gibt es da Bereiche aus der Mathematik. Die angewandt werden. Ja, genau. Oder zum Beispiel aus der Wirtschaft, aus der Kommunikationswissenschaft. Ja, habe ich gestern auf Spiegel Online gelesen, fand ich total spannend, fand ich aber auch interessant, dass die erstmal mit der Oberstufe beginnen und dass dann wiederum Unternehmen offensichtlich mit reinkommen können, da gibt es auch irgendwelche Bezahlgeschichten und dann können die Leute schon trainen für den Job, weil sie ja immer früher ins Leben rausgeschickt werden, inzwischen mit 17 in Deutschland, wo sie sich entscheiden müssen, was will ich werden. Also da wird nicht die ganze Schule, aber sie planen, die ganze Schule in die Richtung umzustellen. Zum Beispiel könnte es dann sowas wie ein Startup führen und dann lädt man Leute ein, die ein Startup haben oder eins gehabt haben, das erfolgreich war. Und das können solche Leute, die das praxisbezogen gemacht haben, viel besser erklären und auch anwenden,
als irgendjemand, der das mal auswendig gelernt hat, um das Staatsexamen zu bestehen. Wollen Sie vielleicht ganz kurz, ja, und dann will ich Sie engagieren, sich zu beteiligen. Ich stimme, in ganz vielen Punkten stimme ich mit dir überein. Besonders, dass man das Schulsystem eigentlich neu denken kann durch Digitalisierung und eben auch sollte. Also ein Beispiel, Peer-to-Peer-Learning, dass man eben genau sagt, auf diese Frage hin, könntest du nicht deinen Lehrern beibringen, wie man zum Beispiel eben mit Rechnern umgeht oder wie man programmiert. Genauso müsste es eigentlich sein, dass man sagt, auf Augenhöhe bildet man eher Lerngruppen und dann ist der Lehrer vielleicht genauso ein Lernender oder die Lehrerin, wie die Schüler es sind. Das könnte man machen. Oder man könnte natürlich, was viel passiert, was bei uns an der Uni passiert, man könnte eben Open-Source-Ökosysteme viel stärker nutzen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Also wir arbeiten jetzt auch mit Mikrocontrollern, die ein bisschen mehr können als der Mini, also mit dem Raspberry Pi oder ähnlichem, arbeiten wir international komplett dezentral mit Leuten zusammen. Die sitzen irgendwo und sind gar nicht an Unis, die sind gar nicht an Institutionen, sondern wir arbeiten halt übers Netz zusammen, weil wir Interesse haben, an diesem Ding weiterzuarbeiten. Also da haben sich ganz viele auch Machtverhältnisse total verändert. Da sind Räume eben, werden überformt eigentlich durch diese internationale Struktur, die übers Netz halt da ist. Gleichzeitig brauchen wir so etwas wie Gemeinschaften, die auch physisch vor Ort zusammenkommen. Also wir brauchen irgendwie einen Raum auch, um das miteinander austauschen zu können. Also da ist wirklich viel im Umbruch und zum sehr Positiven, finde ich, weil es hat doch auch keiner mehr Lust in diesen traditionellen Strukturen, irgendwie einer steht vorne und erzählt uns irgendwie, wie das läuft. Ja, auch das mit dem Umbruch, kann ich kurz was sagen? Aber natürlich. In Deutschland ist die Mentalität eher immer so, dass man immer zweimal nachdenkt, bevor man irgendetwas tut. Und genau das ist es bei den Bildungssystemen in der Wirtschaft. Klar, die sind darauf aus, Geld zu verdienen. Und deswegen lassen sie sich auch alles einfallen, um dann eben weiterhin die neue Technologie einzusetzen, weiteres zu entwickeln und so weiter und so fort. In der Schule, wo die Leute aber, die Lehrer und auch die Rektorin zum Beispiel, einfach ihr Geld immer bekommen, nicht so wie in der Wirtschaft, die können ja pleite gehen, in der Schule, die kriegen ja ihr Geld immer weiterhin. Und deswegen denken die sich, ja, wieso sollen wir jetzt was verändern? Das ist auch dann eben das Problem. Mhm. Sie beide dazu und dann mischen Sie sich ein. Mhm. Also auch wenn Sie ein sicheres Einkommen haben, jetzt würde ich mal eine Lanze für die Lehrer brechen wollen, denn natürlich haben die einen Anspruch an sich mit Blick auf die Kompetenzvermittlung. Und gerade wenn es um die Kompetenzvermittlung geht, würde ich doch gerne noch mal eines unterstreichen wollen. Wenn wir über digitale Kompetenzen reden, dann reden wir mehr als über Anwendungskompetenz. Du schlägst mit absoluter Sicherheit jeden deiner Lehrer, selbst deinen Informatiklehrer. Da bin ich ganz sicher. Aber wenn es darum geht, einzuordnen, was das, was dir dieses Gerät ermöglicht, was dir diese Software ermöglicht, in einen gesellschaftlichen Zusammenhang oder mit Blick auch auf deine persönliche Entwicklung, vielleicht gilt das sogar noch für dich, aber wie du das, was du da lernst, für eine persönliche Entwicklung für dich am besten nutzbar machst, dann ist das eine Einordnungskompetenz und eine Reflexionskompetenz. Und da sind die Lehrer dir, glaube ich, nicht vielleicht dir nicht, aber vielen überlegen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Kompetenzen reden, dann bitte die gesamten Kompetenzen in den Blick nehmen. Denn diese Fokussierung auf, wenn ich das Gerät bedienen kann, ich überziehe das jetzt mal sehr bewusst, und wenn ich auf jedes Angebot, das mir die Wirtschaft anbietet, ob Automatisierung oder nicht, eingehe, dann bin ich modern, dann bin ich offen und dann wird die Wirtschaft funktionieren. Aber unsere Gesellschaft ist ein bisschen mehr als Wirtschaft. Und unsere Gesellschaft muss sich neu ordnen. Ich finde, das ist in Ihrem Vortrag sehr gut, Herr Kublik, angesprochen worden. Und das erfordert Kompetenzen, die über eine Anwendungskompetenz hinausgehen, und zwar deutlich hinausgehen. Und das, was, wie war das jetzt, die Überforderungsbewältigungskompetenzen, die ergeben, die sind mehr als die Anwendungskompetenzen. Und wenn ich einen Menschen in die Selbstständigkeit entlassen will und sowas wie eine digitale Selbstbestimmung auch als Ziel von Lernen definiere, dann komme ich mit Anwendungskompetenzen nicht aus und dann brauche ich Lehrer, die das dann auch einordnen können. Und da kommt es vielleicht sogar in dieser Übergangsphase zu einem unglaublich spannenden Austausch zwischen der jungen Generation und der Lehrergeneration. Und das setzt aber voraus, dass man sie in ihren Kernkompetenzen jeweils respektiert und Wege findet, das in einen Diskurs zu bringen. Und das würde ich mir wünschen. Danke. Können Sie das, wenn Sie jetzt antworten, um Ihre Definition, was Medienkompetenz aus Ihrer Perspektive, Herr Langkabler, überhaupt heißt, können Sie das vielleicht noch ergänzen und dann gehen wir hier zu Ihnen und in Twitter.
Also Medienkompetenz ist ja schon ein alter Begriff. Ja, und den gibt es ja schon irgendwie 50er, 60er Jahre. Man kann es irgendwie an Brecht sogar noch irgendwie ankoppeln, noch früher. Und das ging ja mal darum zu sagen, wie gehen wir mit Fernsehen um? Das war ja so die Diskussion damals. Übrigens gab es damals eine sehr ähnliche Diskussion hinsichtlich Befürchtungslagen. Da waren dann welche, das Buch ist viel wichtiger und das Fernsehen und Filme und so weiter im Unterricht sind ganz fürchterlich schrecklich. Ich glaube, was wir in der Tat brauchen, Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, ich würde gerne eigentlich diesen Begriff dieser Meinungsbildungskompetenz eigentlich auch nochmal versuchen zu vermitteln. Eben nicht Anwendungskompetenz, ich kann das Gerät bedienen, das ist Basisqualifikation, die müssen wir sicherlich vermitteln. Aber zu sagen, wie erkenne ich denn Algorithmen, wie verstehe ich denn, dass hier gerade Algorithmen dabei sind, ein Suchergebnis zurechtzugestalten. Ich muss gar nicht wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Ich muss nur verstehen, dass es Algorithmen sind, die von Menschen programmiert worden sind, die vielleicht selber sich weiterentwickeln und beurteilen können, dass ich mich aus mehreren Quellen informiere und eben nicht nur aus einer Quelle informiere. Das sind Kompetenzen, die wir jetzt brauchen. Das ist was anderes als Medienkompetenz im klassischen Sinne, die wir, glaube ich, haben. Ich will aber ganz kurz noch mal einen Satz sagen, ich fand das eben wichtig, was Lorenzo gesagt hat, dieses Thema, wir haben ein Bildungssystem, das ist viele hundert Jahre alt und etabliert und ich glaube, wir müssen da wirklich dran neue Wege auch der Interaktion finden, wenn wir mit diesen Technologiezyklen unterwegs sind. Wir haben alle 20 Minuten gefühlt, kommt irgendwie eine neue Social-Media-Plattform, die unterwegs ist. Die Lehrer müssen die Relevanz einordnen können. Ist das etwas, was man vielleicht mal beleuchten sollte? Und dann muss man sich überlegen, machen wir es dann klassisch, schicken wir dann einen Lehrer zu einer Fortbildung irgendwo hin, die ganze Schule hat vielleicht ein Budget von 3.000 Euro für Lehrerfortbildung im Jahr. Oder gibt es auch andere Weiterbildungskonzepte, die heute mal sagen, dass wir viel, viel zeitnäher mal mit einem Online-Training, das kann weiterhin formelle Bildung sein, also der kann auch online ein Zertifikat bekommen, dass er ein Online-Training gemacht hat. Mhm. Aber das machen wir, glaube ich, noch viel zu wenig. Wir denken noch klassisch im Bereich der Lehreraus- und Weiterbildung, in diesem Bereich in klassischen Präsenzveranstaltungen. Oder wir holen uns mal in den Unterricht von außen jemanden rein, der mal gerade gesagt hat, ey, ich habe mal die neuesten Ergebnisse, ich habe die Plattform ausprobiert, ich finde sie dafür gut, dafür schlecht, lass uns das diskutieren. Also dieses mehr Alltagsoffenheit der Bildungsinstitutionen, gerade in diesen Digitalisierungsthemen, würde ich auch für sehr hilfreich halten. Ich will Sie jetzt nicht stoppen. Ich würde nur so gerne einerseits Sabrina integrieren, falls es spannende Tweets gibt. Und ansonsten, Sie haben sich gemeldet mit einem Einwurf, Frage, was auch immer. Würden Sie sich netterweise auch ganz kurz vorstellen, Herr Michels? Ja, das mache ich sehr gerne. Jochen Michels ist mein Name von Fujitsu. Ich fand zu Beginn die Diskussion unwahrscheinlich spannend, weil gesagt wurde, Mensch, lasst uns tun und machen und nicht über Konzepte diskutieren. Die Diskussion hat sich jetzt so ein bisschen auf so eine Ebene, wer ist wie überlegen, wie kann man Dinge konzipieren, und ich finde, dass der Mensch hier viel zu kurz kommt, und zwar als Mensch, nicht als Lehrer, Eltern, Schüler, denn auch ein Wirtschaftsunternehmen, da sind auch Menschen, die nicht so leistungsfähig sind und eine ruhige Kugel schieben. Und bei Lehrern gibt es welche, die schieben eine Kugel, und andere, die sind motiviert und sind dabei. Und ich glaube, was so ein bisschen hier fehlt in der Diskussion, so von den von den Kompetenzen, ist auch wirklich diese Veränderungsbereitschaft und der Veränderungswille, neugierig zu sein. Wir haben gerade eben, Kollege Langkabel und ich, wir haben so ein bisschen Lernen im Schwätzen miteinander gemacht. Und ich habe was gelernt, innerhalb von 2 Minuten. Und das ist doch die Art und Weise, dass wir dafür aufgeschlossen sind und dass wir die Menschen da betrachten und nicht so sehr dieses Rollenverständnis, hier ist jetzt der Lehrer, wer ist überlegen, in welchem Kompetenzbereich, sondern wie kann man das organisieren? Okay, nehme ich mit die Frage, wie kann man das organisieren? Wir nehmen jetzt 2, 3 und vor allem eine Bitte, wenn Sie angedockt an das Themenfeld, das wir jetzt aufmachen, auch einen Impuls haben, nehmen wir es mit hoch, dann müssen wir nicht quer durch den Gemüsegarten und zurück. Ja, Dr. Fuchs. Ich soll aufstehen, habe ich gerade gehört. Gerne. Digitale Bildung sind hier immer 2 Sachen. Das eine ist Bildung über Digitalisierung, Computational Thinking und so weiter. Da bin ich voll dabei, das müssen wir wesentlich mehr machen. Aber bei Digitalisierung der Bildung, also digitale Medien einführen, damit am Ende die Lernerfolge besser sind oder andere oder wie auch immer, da würde ich gerne den Tisch mal drehen. Da kommt es mir häufig zu sehr vor, da kommen die Digitalen durch die Tür und sagen, aber wenn wir nur dürften, dann würde alles ganz toll werden und dann würde das 200 Jahre alte Schulsystem endlich so sein, wie es eigentlich sein muss. Und ganz ehrlich, ich würde das gerne dahingehend umdrehen, das müssen die erstmal beweisen. Professor Breiter hat es gesagt, da gibt es so gut wie nichts. Wir haben bisher kein einziges digitales Medienangebot für Schulen, das belegbar, hart evaluiert,
deutlich besser als das, was wir bisher haben. Und da finde ich ehrlich gesagt, da würde ich eher sagen, liebe Digitalen, legt los, zeigt uns, dass es geht. Bisher ist das nicht erfolgt. Okay, vielleicht darf ich doch das jetzt hier, die beiden Fragen, die jetzt schon auf dem Tisch sind, mit nach vorne nehmen. Und das in eine Frage an Sie alle mit offener Beteiligung verwandeln. Brauchen wir demnach, ich sag mal, eine Qualitätsentwicklungsoffensive oder brauchen wir mehr Preise, die sichtbar machen, was sagenhaft ist oder was? Was brauchen wir, damit wir zu den Kennzahlen kommen, die sagen, das und das funktioniert und das funktioniert nicht? Bitte, bitte. Also, zur Qualität. Die meisten aus meiner Schule gehen, glaube ich, in die Schule nicht, um irgendetwas fürs Leben zu lernen, sondern mehr, um einen Abschluss zu machen. Und das ist das eigentliche Problem. Denn die Leute, die ein schlechtes Abitur hatten und sich auch manchmal durch halt die dreistesten waren im Unterricht, die sind jetzt meistens die wirklich viel Geld verdienen oder die auch wirklich Erfolg haben. Es geht ja nicht immer nur ums Geld. Und auch die ganz Stillen, die dann wirklich ihre Hobbys selber gemacht haben und die schlechte Noten hatten, die sind wirklich zur Spitze gekommen. Und die mit den ganz guten Noten, ja, die sind eher so durchschnittliche Leute geworden. Die haben sich über Noten zu definieren, ist dann, das bedeutet heutzutage auch einfach nichts mehr. So, früher war es ja so, da gab es immer in der Schule, ja, du hast gute Noten, du hast schlechte Noten, wir nehmen dich in unseren Freundeskreis auf oder sowas. Heutzutage spielt das eigentlich gar keine Rolle. Mhm. Mhm. Ich lasse, ja, geh. Ich will mal auf Herrn Kugli gleich eingehen. Und zwar, die Frage war ja Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Allheilmittel ist, sondern das muss das Normale sein. Also ich falle ehrlich gesagt in Ohnmacht, dass Lehrerinnen und Lehrer heute mit Kopiervorlagen rumlaufen. Ich denke immer, das ist doch irre, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja wie früher mit diesen Matrizen da. Also das ist ja völlig, also wenn ich eine Lehrerin wäre und ich bin ja als Professorin auch Lehrerin tätig, dann möchte ich natürlich mein Schulmaterial individuell zusammenstellen können. Ich möchte interaktive Grafiken zu einem aktuellen Thema mit reinziehen können. Das muss auch eine Plattform geben, wo ich sagen kann, ich habe ein gewisses Gerüst und kann dann eben aktuelle Inhalte vielleicht zertifizieren. Das könnte eine Frage der Qualitätssicherung nochmal sein, möchte ich mir zusammenstellen können und dann gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren. Ich glaube, diese Whiteboard-Geschichte hat einiges da ins Arge gebracht, weil man dachte, oh, jetzt haben wir ein Whiteboard in der Klasse, jetzt soll irgendwie alles anders werden. Das funktioniert sicherlich nicht, aber ich glaube, dass man ganz normal, wie wir alle arbeiten, mit digitalen Medien im Unterricht umgehen sollte, das sollte unser Ziel sein. Nochmal die Frage weitergespielt, Qualitätssicherung, wie können wir zu mehr Qualitätssicherung kommen, um dann zu zertifizieren gewissermaßen, dass digitale Bildung sehr erfolgreich funktionieren kann? Haben Sie dazu noch eine Idee, sonst gehe ich nochmal zur Neugierfrage zurück. Naja, wir wissen von Herrn Breiter, dass die Frage, welche Rolle digitale Medien in der in der Schularbeit, bei der Messung von Qualität, von Lehre, kaum gemessen werden und das ist ein Problem. Das heißt, dass wir wissen dazu nicht genug, was jetzt bitte wieder nicht heißt, wir müssen jetzt die nächsten 10 Jahre warten, bis wir Erkenntnisse haben, das. Aber wir müssen die Maßstäbe definieren, wenn wir sagen, digitale Medien befördern Lernen, dann muss das integriert werden in diesen schulischen Prozess und damit natürlich auch in die Qualitätsmessung. Und das ist etwas, was man eigentlich relativ schnell umsetzen kann. Und ich bin der Meinung, natürlich spricht eine Menge dafür, dass wir die digitalen Medien als Instrument des Lehrens und des Lernens in der Schule einsetzen. Aber ich würde auch unterstreichen wollen, dass man es sich nicht so bequem machen kann, dass man sagt, das spricht alles für sich und wir müssen jetzt alles ändern, weil es gibt diese Generalklausel, digitales Lernen, Lernen mit digitalen Medien befördert die Lernqualität. So einfach ist es ja eben nicht. Und deshalb finde ich, sollte man genau hinschauen, was man tut, aus allen Arbeitsbereichen die Erkenntnisse zusammenziehen und von da aus dann entsprechend planen. Und das gilt auch dann eben für die Unternehmen, die sich darauf konzentrieren sollten, dann auch mal zu belegen, was sie denn für Effekte vorstellen. Das kann ja nicht schaden. Sie haben ja, ich bin mir sicher, Sie haben Erkenntnisse ohne Ende, denn irgendwoher muss sich ja dieses Selbstbewusstsein speisen, dass es so einfach ist. Wir brauchen nur digitale Medien und vielleicht lernen wir davon. Ich bin da ganz offen. Herr van Mierlo, wenn Sie sich einmischen wollen als Bildungsplattform Cornelsen und so weiter, wenn es irgendwas gibt, was wertvoll wäre, weil Sie sind eigentlich für ein anderes Panel vorgesehen. Ja, Sie nochmal und dann gehen wir nochmal zu Ihnen zurück. Ich möchte auf dieses Thema Experimentieren zurückkommen. Also wenn wir uns jetzt wieder hin große Qualitätssicherungskonzepte und Messkonzepte etc. überlegen, ich glaube, dann sitzen wir in 20 Jahren auch wieder hier und sagen, ja, haben wir damals schon gesagt,
hätten wir mal und wären wir mal vorangekommen. Ich glaube, wir müssen dieses Öffnen von Experimentalräumen deutlich mehr schaffen. Das heißt auch, es gibt typischerweise auch gerade in den Schulen immer so einen gewissen Immunreflex, und wenn da Unternehmen kommen und die sollen eigentlich nicht zu nah rankommen etc. Auch die Beschaffungen im öffentlichen Sektor sind ein Riesenthema. Wie lange dauert es, bis mal eine Technologie tatsächlich irgendwo ankommt? Wir haben aber auch gesehen, Infrastruktur ist eigentlich nicht das Problem. Die Probleme liegen woanders. Ich sage auch nochmal, um zum Experimentieren und Sachen auszuprobieren, ist auch Infrastruktur heute kein Hinderungsgrund mehr für eine Schule, oder Sicherheitsbedenken sind kein Hinderungsgrund mehr in der Schule, mal anzufangen zu experimentieren. Und dann aber auch wirklich sich mit einer Begleitforschung, aber nicht mit einer Ex-Post-Betrachtung dann hinzusetzen und zu sagen, was können wir da machen, sondern auszuprobieren, evaluieren, von den Besten lernen und weitergehen, das nächste Experiment starten und scheitern. Ich glaube, das würde uns mal ein bisschen voranbringen. Ich würde gerne noch eine Frage jetzt neu in den Diskurs, ich nehme den Neugiergedanken auf. Wenn wir das weiterdenken, Schule, und uns an Neugier und individuellen Interessen entlanghangeln, kommen wir zu The School of One. Dann kommen wir zu einer stark individualisierten Schule. Das ermöglicht ja digitales Lernen zum Beispiel. Wir sehen das schon in New York, wo es Schulen gibt, wo irgendwie 90 Mathe-Kinder im Raum komplett individualisierte Aufgaben bekommen. Dazu hätte ich gerne gleich noch eine Stimme von Ihnen, ob wir dahin wollen und wie wir dahin kommen. Mehr noch interessiert mich jetzt, was Sie beizutragen, zu widersprechen. Bitte gerne. Eine Wortmeldung von Marc Reinhardt. Ja, danke. Marc Reinhardt, Capgemini, Präsidium DR21. Ich habe auch noch eine Reaktion, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern als Vater auch getragen von einem Schüler, der auch in einer ähnlichen Kategorie unterwegs ist in der Schule, und würde es auf den gesunden Menschenverstand zurückholen. Wenn ich sage, was ist der größte Faktor für den Lernerfolg von Schülern, ist es die Akzeptanz der Lehrer. Und die Frage, die auch Lorenzo hier sehr richtig angesprochen hat, wie will ein Lehrer die Akzeptanz erhalten, wenn er sich nicht der Realität stellt, die in dem Klassenzimmer stattfindet. Wenn der sich vorne hinstellt und anhand von Matrizen, wie schon erwähnt wurde, irgendwelche Inhalte auflegt, die veraltet sind, die Schüler parallel unter dem Tisch googeln können und sofort sehen, das stimmt gar nicht, den damit konfrontieren und er verweigert sich der Diskussion. Das ist nicht mehr zeitgemäß, und da bin ich bei Herrn Kuklick. Die Menschen müssen sich ändern. Das hat sehr, sehr gut bei mir resoniert. Das ist genau das, was wir brauchen. Die Lehrer müssen sich auch ändern. Die sollen weiterhin didaktisch sauber sein, die müssen weiterhin gut geschult werden. Wobei ich glaube, gerade so die neuesten Technologien über Schulungen, über Weiterbildung zu vermitteln, ist fraglich. Ich glaube tatsächlich, die Lehrer müssen Neugier entwickeln, die müssen sich mit den Dingen auseinandersetzen, aus persönlicher Erfahrung, nur dann ist es authentisch. Ja. Wenn die wiedergeben in der Einordnungskompetenz, was sie mal irgendwo auf einer Schulung vor 2,5 Jahren gelernt haben, ist es im Zweifel schon nicht mehr aktuell und damit auch nicht relevant. Aber darf ich ganz kurz das ernst nehmen, was Sie sagen? Wir sagen, die Menschen, wir sagen ja immer, die müssen sich ändern, das und das muss passieren. Welche sind die wichtigen Denkpartner in dem, was Sie sich wünschen, die uns dazu bringen, dass das passiert? Erwarten Sie was von der Veränderung durch Universitäten? Brauchen wir neue Role Models? Wird der neue Bundespräsident? Also wo kommen die Impulse her für das, was Sie sich wünschen? Zum einen natürlich von der DR21, aber zum Zweiten auch, glaube ich, von den Schülern selbst. Also tatsächlich, Sie haben es vorher schon gesagt, in manchen Aspekten sind die Schüler fitter als jeder Lehrer in dem Raum. Nehmt sie dort ernst, nehmt sie beim Wort. Bringt sie auch dazu, sich einzubringen in den Unterricht. Lass sie selber was referieren, von dem sie mehr verstehen als der Lehrer. Und dann challenge die Schüler selbst, ob sie wirklich sich gut vorbereitet haben. Ich glaube, damit kann man sie aktivieren, damit kommen wir voran. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ja, bei den Lehrern ist das immer so, sie wurden auch wahrscheinlich so in ihrer Laufbahn als Lehrer, sie haben immer diese Rolle, dass sie den Schüler belehren müssen, dass sie der einzige Wissensträger im Raum sind. Nur da es jetzt Google und so weiter gibt, so eine Art Wissenskommunismus, also dass es jeder auf alles zugreifen kann, wenn man in der 7. Klasse ist und besonders interessiert, dann kann man auch sich den Satz des Pythagoras selbst beibringen. Oder als Video Internet. Auf YouTube und ja, dann kann genau. man... Ja. Und das Problem ist, die Lehrer, die wollen sich aus dieser Rolle nicht rausbewegen, die sind einfach so der Herr im Raum und die wollen nicht den Schülern zuhören, deswegen haben sie ja so Augenklappen auf. Ich fände es ganz toll, weil wir das Lehrerbashing, also ich will dir das jetzt überhaupt nicht vorwerfen, aber wir sind ja so gerne dabei zu sagen, die Lehrer. Wenn es jemand von Ihnen im Raum gibt, der sagt, wir machen das ganz anders oder so, sind Sie herzlich eingeladen oder da draußen auf Twitter. Da war noch eine Wortmeldung in der dritten Zeile, da ganz hinten, Sie melden sich schon länger, heißer, jetzt wird's bunt. Wir gehen jetzt in Ihr Mittagessen ab in 5 Minuten, aber ja. Wir fangen bei Ihnen an und gehen dann zu dem Herrn in der letzten Reihe und dann in der 5. letzten.
Ja, schönen Dank, Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung. Ich kann mich jetzt eigentlich nur den Ausführungen von Marc Reinhardt eben anschließen. Auch ich habe Kinder in dem Alter von Lorenzo und ich glaube, Lorenzo hat eben schon ziemlich politisch unverstellt das gesagt, was notwendig ist. Da sind Fragen von Werten mit drin, von Haltung. Ja? Welche Menschen sind eigentlich erfolgreich im Beruf? Wer wird eigentlich wie belohnt? Und er hat die Schattenkommunikation geschildert in der Klasse. Und ich kann einfach nur jedem Schüler, und das sage ich auch meinen Kindern, sagen, einfach machen. Nicht mehr darauf warten, dass es irgendwo ein Konzept gibt oder irgendeine Kultusministerkonferenz irgendwas beschließt. Nutzt es einfach. Und es hat sich nicht derjenige zu rechtfertigen, der digitale Tools nutzt, sondern der sie nicht mehr nutzt. Danke Ihnen sehr. Da hinten in der letzten Reihe, genau der Herr, und dann noch kurz davor. Ja, Albert Reinhardt von PSI 21, Politikschule Internet im Agenda 21-Prozess. Klingt genauso komplex, wie es angemessen ist für das Problem, für die Lösung des Problems. Also in der Tat glaube ich, dass halt diese Schlüsselphase der Pubertät mit dem Synapsenüberschuss die große Chance in jeder Gesellschaft eigentlich bieten würde, nur dass wir die halt momentan kulturell unterbuttern. Mein Vorschlag wäre sozusagen, das Schulsystem erstmal so weiterlaufen zu lassen, wie es läuft, weil das schafft jetzt zu viel Unruhe, Lehrer jetzt neu bilden zu wollen. Aber neben diesen curricularen und konformitätserzwingenden Systemen müsste es möglich sein, innerhalb von auch in der Schule genauso gut etabliert, vielleicht ein Drittel der Zeit für offenes Lernen für Jugendliche zu ermöglichen. Das heißt, das Konzept der Pubertät heißt eigentlich, bilde dein Bewusstsein durch eigenes Handeln. Aha. Und wenn dieses eigene Handeln nicht in Beziehung gesetzt ist zu den bestehenden Megasystemen, dann wird es nicht gelernt. Mit 18 ungefähr schließt sich sozusagen so eine Verbindung zwischen kognitivem und emotionalem Zentrum, kommt eine dicke Bahn drumherum, das ist dann eine ganz stabile Bindung und da wird halt das, was gerade ist, als gegebene, also wie eine zweite Natur als gegeben eingebaut. Das heißt, wenn wir vorher die Chance nicht nutzen, den Jugendlichen eine offene Gesellschaft zu signalisieren und Offenheit zur Verfügung zu stellen, bleibt dieses Lernen eben nicht offen und ineffizient. Wir kriegen keine Komplexitätsbefähigten. Also alles, was da mit zusammenhängt, ist halt soziale Kompetenzen, Komplexität. In kleinen Dialogrollen mache ich Schluss. Danke. Entschuldigung, das ist sehr unhöflich. Ich wirke dadurch hektisch und ich wollte Ihnen das nicht abschneiden. Nur ich habe sozusagen ein bisschen Ihren Hunger auch im Blick. Aber jetzt geht die Diskussion los. Was machen wir jetzt? Also Sie werden jetzt nicht unhöflich empfunden, wenn Sie rausgehen, sage ich jetzt einfach mal, weil wir jetzt wirklich anfangen, über die Zeit zu gehen. Und mit der Bitte noch um 3 ganz kurze Wortmeldungen, würde ich sagen, und dann machen wir hier eine Schlussrunde mit einem Schlusswort, nicht mit einem Schlusssatz sozusagen, mit dem Wichtigsten. Da war der Herr in der Mitte. Genau. Gut, solange Sie weiterreden, ist ja gut. Der Herr, der dort, und dann gehen wir darüber. Auch die Dame, auch gut. Hallo, Ann-Kathrin Riedel, mein Name. Ich habe im Oktober nochmal angefangen zu studieren und war immer ganz froh darüber, dass in meinem Orchideenfach doch die Digitalisierung sehr vorangeschritten war. Mir fehlte so ein bisschen heute die digitale Bildung an der Hochschule, also der digitale Einsatz davon. Und ich bin jetzt doch ganz entsetzt darüber, dass das so gut war mit der Digitalisierung. Professoren da auch immer sehr interessiert waren und es auch viel genutzt haben. Und jetzt heißt es so zum 1.1. durch die Regelung der VG Wort können wir auf unseren Plattformen an der Universität die Texte nicht mehr online zur Verfügung haben, weil sich Universitäten nicht an dieser pauschalen Abgabe beteiligen. Und dann heißt es wieder, hier ist Ihr Semesterordner, bitte kopieren Sie. Oder irgendwelche Regelungen mit, wir sehen nichts, wir hören nichts, geben Sie die Texte einfach so rum. Also dann ist digitale Bildung an Schulen super gut und wichtig, aber es hört an der Universität, gibt es jetzt gerade wieder einen massiven Rückschritt, was ich sehr bitter finde persönlich. Mhm. Ich glaube, viele mit Ihnen im Raum. Vielen Dank. Einmal da und dann ja. Stefan Herwig, mein Name. Ich wollte ganz kurz nochmal das stützen, was der Kollege gerade aus der hinteren Reihe gesagt hat, oder einen besonderen Aspekt herausheben, weil er hat zum allerersten Mal eine Zielvision des Lernens und Digitalisierung vermittelt. Und ich habe hier auch im Rahmen der Studie sehe ich immer nur, ja, Deutschland ist im Mittelfeld und so weiter und so fort. Da lese ich ein Narrativ raus, was heißt, je schneller wir uns bewegen, desto besser. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitkriegen, aber wenn Sie auf Gesellschaft schauen, wir sind gerade auf so einer Art Scheitelpunkt von Technik-Euphorie zu Technik-Pessimismus.
oder Digitalisierungseuphorie zu Digitalisierungspessimismus. Ja? Ich glaube, weder das eine noch das andere bringt uns weiter. Wir brauchen eine ganz spezifische Zielvision, was wir denn mit digitalen Mitteln und Medien in der Schule anrichten wollen, oder was anrichten wollen, ist jetzt negativ, was erreichen wollen. Und das war gerade die erste Zielvision von dem Herrn da hinten, die meiner Meinung nach brauchbar ist, anders als viel hilft viel und je schneller, desto besser. Wie schön, dass wir nachher ein Panel haben, wo wir das genau anfangs in den Blick nehmen können. Jens Junge von der Hochschule für Kommunikation und Design. Ich möchte mal an das, was Gesche Joos gesagt hat, anknüpfen. Eigentlich reden wir über Kulturtechnik, Lesen, Schreiben, Rechnen, Computer. So hieß das schon vor 20 Jahren bei Computer ans Netz. Und wie sieht das Computer heute halt aus, dass man das als Kommunikationsmittel halt nutzt, und das ist wirklich fächerübergreifend, das als Arbeitsgerät zu begreifen, und warum gibt es nicht eben schon irgendwie im Open-Source-Modus für all diese Lehrer, die jetzt schon irgendwie auch als Selbsthilfegruppe sich irgendwie bei 4Teachers oder sonst was halt einfinden, irgendwie halt mal für ihre Unterrichtsvorbereitung auch eben passende Lehrinhalte, Lerninhalte, die dann eben auch eben rechtefrei zur Verfügung stehen. Das müsste doch staatlich mal organisiert werden, dass man dort eben natürlich irgendwie halt auf wirklich auf gutes Material für den differenzierten Unterricht zugreifen kann. Das ist nur ein Appell nochmal gewesen, wo man ganz schnell und ganz einfach etwas zur Verfügung stellen kann, wenn man denen das erlaubt, sowas zu nutzen. Vielen herzlichen Dank. Allerletzter Impuls von Ihnen, und dann machen wir den Sack halb zu. Matthias Kammer, Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Ich möchte ein bisschen davor warnen, die persönliche Erfahrung zu einer Empirie zu erheben. Wir haben es mit 700.000 Schulen in Deutschland zu tun, und wenn das so wäre, dass die Lehrer in dieser Kollektivität Verweigerer sind, dann hätten sie eigentlich im D21-Index 2016 gemessen werden müssen. Ich schätze sie so ein, dass die Lehrer genauso Teil der Gesellschaft sind wie alle anderen. Es geht wahrscheinlich vielmehr darum, wie man in so einem System im großen Stil Freiräume schafft, sodass auch kollektiv in Schulen experimentiert werden kann. Und das ist eine Frage, wie man in ein solches System diese Bewegung reinkriegt. Und das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass die Lehrer alle rückständig sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke Ihnen. Ja, ich überlege, was ich jetzt mache. Lade ich jetzt ein zu einer Schlussrunde? Ich habe danach noch eine TED-Frage, die ich nach diesem Diskurs sehr spannend fände. Das müssen Sie dann aber entscheiden, ob Sie die noch wollen oder gleich zum Lunch. Letztes Wort, das du uns mit auf den Weg geben wolltest, mit dem du aus diesem Vormittag rausgehst, was das Wichtigste, wirklich ein Wort, ein Kernwort ist, mit dem du hier rausgehst. Offenheit. Alle mit an Bord holen. Und dabei die Reflexionskompetenz nicht vergessen. Einfach machen. Einfach machen. Sagt Facebook auch. Don't think perfect, just do it. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir hätten eine Stunde weiter diskutieren können mit Ihnen allen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre lange Aufmerksamkeit. Danke Ihnen für Ihre Beiträge und für die engagierte Diskussion.